In diesem Video erfährst du alles über den Aufstieg und den Fall Luzifers. Stelle sicher, dass du bis zum Ende dran bleibst, damit du lernst, wie du siegreich hervorgehen kannst. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Die Wahrheit ist einzig. Heute werfen wir ein Auge auf den strahlenden Aufstieg und den tragischen Fall eines guten Engels, der böse wurde. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du kein zukünftiges Video verpasst. Denn wir werden uns noch viele biblische Themen anschauen, so Gott will. Viele sehen das Chaos, die Verwirrung und den Tod in dieser Welt und fragen sich, wie kann ein Gott der Liebe so etwas zulassen? Um das zu beantworten, müssen wir zu den himmlischen Höfen zurückreisen, wo wir die Ursprünge eines Wesens namens Luzifer erforschen werden. Hesekiel 28, Vers 15 beschreibt dieses mächtige Wesen: Du warst vollkommen in deinen Wegen, vom Tag deiner Erschaffung an. Von diesem Vers lernen wir zwei Dinge. Erstens, Luzifer ist ein geschaffenes Wesen. Und zweitens, er wurde perfekt geschaffen. Die Bibel enthüllt noch zusätzliche Informationen über dieses Wesen, namens Luzifer. Hesekiel 28, Vers 12: O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Luzifer war in den Höfen des Himmels bekannt als das weiseste und schönste aller geschaffener Wesen. Tatsächlich hatte Luzifer den höchsten und meistrespektiertesten Rang im ganzen Himmel, denn er diente als schimmernder Cherub und stand somit dem Gott des Universums am nächsten. Hesekiel 28, Vers 14: Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Wir können das alles besser verstehen, wenn wir uns das Heiligtum auf Erden anschauen, welches Gottes Volk gegeben wurde, als eine Kopie oder ein Muster des himmlischen Heiligtums. In dem Allerheiligsten des Heiligtums befand sich die Bundeslade, welche den Thron Gottes repräsentiert. Diese Bundeslade enthält zwei Steintafeln mit den 10 Geboten, das Fundament der Regierung Gottes. Ganz oben auf der Bundeslade befindet sich der Sühnendeckel, wo die übernatürliche Präsenz Gottes wohnte. Die Shekinah Glory wurde von zwei Engeln mit ausgestreckten Flügeln bedeckt. Luzifer hatte diese ehrenvolle Position im Himmel, das Gesetz Gottes zu beschirmen und zu behüten. Doch was ist geschehen? Was führte zu Luzifers Fall? Hesekiel enthüllt die Ursache dieser großen Rebellion. Hesekiel 28, Vers 17: Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Und Jesaja verschafft uns einen genaueren Einblick. Jesaja 14, Vers 13: Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Luzifer wurde schuldig an Stolz. Wegen seiner Schönheit und Intelligenz dachte er, er könnte Gott gleich sein. In Hesekiel 28, 15 lesen wir: Du warst vollkommen in deinen Wegen, vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Die Bibel definiert Sünde als das Brechen des Gesetzes. 1. Johannes 3, Vers 4: Jeder, der die Sünde tut, der tut die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Wir sehen also, dass Luzifer schuldig wurde, das Gesetz gebrochen zu haben, welches er selbst vorher behütete. Hat also Gott den Teufel erschaffen? Die Antwort ist nein. Gott erschuf Luzifer, genau wie jede andere Kreatur, und zwar mit freiem Willen.
Jeder kann selbst entscheiden, ob er mit Gott leben will oder nicht. Gott möchte nur Gehorsam aus Liebe und niemals aus Zwang. Wir sollten jedoch bedenken, dass nur Gott selbst Leben hat und es auch weitergeben kann. Entscheiden wir uns also gegen Gott, entscheiden wir uns automatisch für den Tod. Die Rebellion Luzifers ist der größte Beweis für seinen freien Willen. Und Luzifer, der Lichtträger, wurde zum Satan, dem Gegenspieler. Was geschah also als nächstes? Wir lesen über weitreichende Folgen von Luzifers Rebellion im Buch der Offenbarung. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Hier wird uns von einem Kampf im Himmel berichtet. Als Ergebnis wurden Satan und seine Engel auf die Erde hinabgeworfen. Einige mögen sich hier fragen, wieso Gott nicht gleich Luzifer und seine Engel vernichtete. Schließlich wäre das für Gott leichter gewesen, als für uns einen Atemzug zu nehmen. Hätte Gott den Satan zu diesem Zeitpunkt vernichtet, dann würde das ganze Universum Gott aus Angst anbeten und nicht mehr aus Liebe. Es gäbe immer noch unbeantwortete Fragen. Ist Gott fair, liebevoll und gütig? Kann man sein Gesetz befolgen? Und führt es einen zu vollkommenem Glück? Satan war der Urheber dieser Gedanken. Und diese mussten für immer beantwortet werden, sodass die Sünde niemals wieder aufkommen kann. Gott in seiner unendlichen Weisheit wusste, dass die beste Weise, um auf diese Krise zu reagieren, wäre, ihr freien Lauf zu lassen, sodass das ganze Universum das Ausmaß der Sünde sehen konnte und jeder für sich entscheiden kann, ob Gott gut ist oder nicht. Nachdem wir uns den Aufstieg und den Fall Satans angeschaut haben, wäre es weise, seine Kampfstrategien anzuschauen, damit wir bereit sein können, wenn er angreift. Zuallererst müssen wir verstehen, dass wir einen realen Feind haben. Satan erfreut sich sehr, wenn man ihn als Kreatur mit Hörnern und Hufen hinstellt. Dies lässt ihn als ein Fabelwesen oder eine Einbildung erscheinen. Meine Lieben, nichts ist weiter entfernt von der Wahrheit als diese Behauptung. Wir stehen einem mächtigen und realen Feind gegenüber. Im 1. Petrus 5 werden wir gewarnt, dort heißt es: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Jeder von uns ist in einem großen Kampf involviert. Ja, jeder von uns. Nun, welche Strategien benutzt Satan, um uns anzugreifen? Nummer 1. Der Satan ist ein Lügner. Johannes 8,44. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Nummer 2. Satan verursacht Krankheiten und Schmerz. Hiob 2, Vers 7. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren, von der Fußsohle bis zum Scheitel. Manchmal sind Krankheiten das Ergebnis unseres sündhaften und ungesunden Lebensstils. Doch Satan selbst hat auch die Fähigkeit, Krankheiten zu verursachen. Nummer 3. Satan benutzt sogar Bibelverse, um dich zu verführen. Matthäus 4. Dann sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Nur weil jemand Bibelverse zitieren hört, heißt das nicht, dass derjenige von Gott kommt. Wir müssen alles anhand der Heiligen Schrift überprüfen. Nummer 4. Der Teufel wirkt Wunder. Offenbarung 16,14. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen bzw. Wunder tun. Nummer 5. Satan und seine Engel können als jemand ganz anderes erscheinen. 2. Korinther 11, Vers 14. Denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Nur weil jemand gut aussieht und sich gut anhört, bedeutet das nicht, dass er von Gott ist. Wir müssen alles anhand der Schrift prüfen. Nummer 6. Der Teufel ist ein Mörder. Johannes 8,44. Der war ein Menschenmörder von Anfang an.
Es ist Satan und nicht Gott, der verantwortlich ist für all das Leid, den Tod und die Zerstörung in dieser Welt. Nummer 7. Satan wirft Zweifel auf an Gottes Gesetz. Er brachte Tod und Zerstörung in diese Welt, indem er unsere ersten Ureltern zur Sünde verführte. Gott setzte Adam und Eva in den Garten Eden und erlaubte ihnen, von allen Bäumen zu essen, ausgenommen von einem. Und Satan brachte die ersten Menschen dazu, Gottes Gebot zu übertreten. Er benutzte eine Schlange als Medium und sprach zu ihnen im 1. Mose 3. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Genauso wie er es zuvor im Himmel mit den Engeln machte, brachte Satan auch die Eva dazu, Zweifel an Gottes Gesetz zu hegen. Und auch heute noch benutzt er dieselbe Strategie. Die Hauptlehre im Satanismus ist: Tu, was immer du willst. Das soll das ganze Gesetz sein. Leider hat sich diese Täuschung auch in vielen christlichen Kirchen eingeschlichen. Diese behaupten, weil sie jetzt unter der Gnade stehen, bräuchten sie nicht mehr Gottes Gesetz zu befolgen. Im direkten Kontrast dazu lesen wir die Worte von Jesus im Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Nachdem wir all das jetzt wissen, können wir Satan mit all seinen Strategien überhaupt noch überwinden? Liebe Freunde, es gibt gute Nachrichten. Wir können siegreich sein im Kampf gegen diesen mächtigen Feind. Dieser Sieg ist möglich wegen eines Ereignisses, das vor über 2000 Jahren stattfand und alles veränderte. Dank Gottes unendlicher Liebe für uns sandte er seinen Sohn, der für unsere Sünden am Kreuz starb. Er nahm die Strafe des Todes auf sich, welche du und ich eigentlich verdienen. Jesus Christus lebt ein Leben voller Aufopferung, Demut und Gehorsams gegenüber Gottes Geboten. Er sagte in Johannes 15, Vers 10, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. In seinem sündlosen Leben bewies er, dass Satans Vorwürfe gegen Gottes Gesetz falsch waren. Das ganze Universum schaute mit Entsetzen zu an diesem grausamen Tag und Satans wahres Gesicht wurde entlarvt. Als Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden starb, konnten wir sehen, wie Gnade und Gerechtigkeit einander küssten. Hier ist Gottes Gerechtigkeit. Mit seinem eigenen Opfer bewies er, dass Gottes Gesetz niemals verändert werden konnte. Das Ergebnis der Übertretung des Gesetzes musste bezahlt werden. Sogar von Gott selbst, Jesus Christus, der beides war, Gott und Mensch, hat niemals gesündigt. Jedoch nahm er unsere Sünden auf sich und bezahlte somit die Todesstrafe. Hier ist Gottes Gnade. Er sandte seinen eingeborenen Sohn, der für unsere Sünden starb, damit wir leben können. Gott versöhnte mit Jesus am Kreuz die Welt mit sich selbst. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Bei seinem letzten Atemzug sagte Jesus am Kreuz: Es ist vollbracht. Mit diesen mächtigen Worten am Kreuz erschallte das Todesgericht für Satan. Das Endresultat für Satan ist der Tod. Die Bibel berichtet uns in Hebräer 2, Vers 14, dass Jesus durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Jesu Sieg über Sünde und Tod war so vollständig, dass der Tod ihn nicht halten konnte. Er stand wieder auf aus seinem Grab. Aber lieber Freund, der Kampf ist noch nicht vorbei. Der große Kampf zwischen Gut und Böse tobt noch immer. In Offenbarung 12, Vers 12 lesen wir: Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Der Satan, ein besiegter Feind, versucht so viele wie möglich mit sich selbst zu Fall zu bringen. Doch Jesu Tod am Kreuz und seine Wiederauferstehung machen es uns möglich, heute über Satan zu siegen. Römer 8, Vers 37: Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir können siegreich sein über die Sünde und über Satan. In Römer 8, Vers 2 lesen wir: Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.
Wir sollten stets gewappnet sein gegen die Angriffe des Teufels. Dazu gehört jeden Tag zu beten, unsere Bibeln sorgfältig zu studieren. Und wir sollten sehr vorsichtig sein, was wir vor unsere Augen und unsere Ohren stellen. In Jakobus 4, Vers 7 heißt es: So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und vor allem, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Früher oder später muss jeder eine Entscheidung treffen. Welche Seite wirst du wählen? Die Bibel sagt uns eindeutig in Josua 24, Vers 15: So erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Wirst du dich auf die Seite Satans schlagen, deines Feindes? Oder wirst du dich unter die blutbefleckte Flagge von Prinz Immanuel stellen? Lieber Freund, wähle Jesus. Wähle ihn jeden Tag, jeden Moment. Wenn das deine Entscheidung ist heute, dann schreibe in die Kommentare: Ich wähle Jesus. Es wird der Tag kommen, an dem jeder in dieser Welt seine Entscheidung getroffen hat, für oder gegen Jesus. Und sogar alle Bösen werden vor ihrer ewigen Vernichtung Gottes Gerechtigkeit bestätigen. In Philipper 2, Verse 10 und 11: Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nachdem das ganze Universum die tragischen Folgen von Luzifers Rebellion gesehen hat, nach all dem Schmerz, Leid und der Zerstörung, und nachdem es die Liebe und Gnade Gottes in Jesus Christus gesehen hat, wird das ganze Universum laut ausrufen: Gott ist Liebe. Danach wird Gott dem Satan ein Ende bereiten. Er wird ihn für immer zerstören. Jesaja 14, Vers 12: Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zum Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Hesekiel 28, 18 und 19: Und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, und du bist dahin auf ewig. Das Universum wird nun wieder in perfekter Harmonie leben, und die Drangsal wird sich nicht zum zweiten Mal erheben. Lieber Freund, lass uns doch treffen in diesem wunderbaren Königreich, in diesem Universum ohne Tod und Zerstörung. Lass uns das Studium durch Gottes Wort weiter zusammen fortsetzen. Falls du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere diesen Kanal und klicke auf Like, falls dir das Video gefallen hat. Bleibe treu bis zum Ende und du wirst eine Krone des Lebens erhalten. Ich wünsche dir Gottes Segen und alles Gute.